Sachverständiger Jürgen Kuczynski, Humboldt-Universität, 28. Verhandlungstag, 19.03.1964. Zeitgeschichte in München. Ich will also durchaus nicht jetzt etwa Fragen an Sie stellen, die Ihre fachliche Eignung betreffen. Sie sind ja immerhin Ordinarius an der Humboldt-Universität und Sie haben auch eine ganze Reihe von Werken veröffentlicht. Aber es ist ja nun so, und da irre ich mich wohl nicht, dass Ihre Methodik, wie Sie an die Dinge der Wirtschaftsgeschichte, und Sie befassen sich ja auch mit Wirtschaftsgeschichte, wie Sie in Ihrer Methodik an die Dinge herangehen, sich doch etwas unterscheidet von der Methodik der Herren in München. Sicherlich. Sicher. Ja. Also ich darf wohl sagen, dass für Sie nicht etwa der Herr Ranke oder der Herr Treitschke ein Vorbild darstellte. Also ich würde sicher sagen, dass Treitschke kein Vorbild ist. Ranke ist in gewisser Beziehung ein ganz hervorragendes Vorbild. Insoweit er zum auch bei Ihnen notwendigen, bisweilen notwendigen Objektivismus neigt. Nein, sondern indem er wie wirklich mit Weitz zusammen die Methode der Archivforschung in die Geschichtsforschung eingeführt hat. Richtig. Und das halte ich für eine ganz große Leistung. Ja. Aber in Bezug auf moderne Geschichte, die man politisch sehen muss, liegen Ihre Vorbilder doch wohl mehr bei Engels, Marx und vor allen Dingen bei Lenin. Ich denke bei Lenin, in Besonderheit für unseren Fall hier, an sein Werk Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Ja, sind wir da sicher konform? Ganz zweifellos, ja. Und dann halten Sie es wohl auch mit Engels, der einmal geschrieben hat, dass die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen, politischen Umwälzungen nicht in den Köpfen der Menschen, in ihrer zunehmenden Einsicht, in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern in der Veränderung der Produktions- und Austauschweise zu suchen sind. Sie sind zu suchen nicht in der Philosophie, sondern der Ökonomie der betreffenden Epoche. Stimmt das? Richtig, zweifellos. Ja, also etwas ganz anderes, als wie die Münchner Herren das Problem untersucht ganz haben. Ganz anders. Ja. Sie haben ja mal zu dem 100. Geburtstag von Herrn Plechanow eine Festschrift geschrieben. Jawohl. Ich muss gerade sagen, wer Plechanow ist, es wird wahrscheinlich im Saal nicht bekannt sein. Plechanow ist ein, man kann nicht sagen Vorleninist, insoweit Vorleninist, weil er schon in den 80er Jahren, glaube ich, emigrierte. Er war auch lange in Genf, hat sich später nicht entschließen können, ob er zu den Bolschewiki oder Menschewiki geht und ist 1918 in Finnland gestorben. Stimmt wohl. Nicht? Ich und weiß nicht, an Sie wissen es nicht, aber Sie haben eine Festschrift. Sie haben aber auch eine Festschrift über ihn geschrieben. Ja, ich wusste ja nur nicht, ob er in Finnland gestorben ist. Ja, das war 1956. Die Festschrift. Jawohl. Ja. Der Artikel. Und da haben sich sehr viel bezogen, auch in der Festschrift, über das Buch von Plechanow, über die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Jawohl. Das ist nach dem Krieg in Berlin erschienen. Und auch haben, schon vor dem Krieg. Vor dem Krieg schon? Auch schon. Weiß ich nicht. Ich kenne nur die Ausgabe von nach dem Krieg. Ja. Ja, und da wollte ich Sie fragen, stehen Sie zu den Sätzen? Da heißt es einmal, der gesellschaftliche Mensch selbst schafft seine, das heißt die gesellschaftlichen Beziehungen. Plechanow schränkt dann aber ein und sagt, wenn er aber in der gegebenen Zeit gerade diese und nicht andere Beziehungen schafft, so geschieht das natürlich nicht ohne Ursache. Das wird bedingt durch den Zustand seiner Produktionskräfte. Sie bejahen also die absolute Abhängigkeit des Menschen in seinem Tun von den Produktionskräften und damit... Nein, das ist ein Irrtum. Entschuldigen, das wollen Sie nicht tun. Wenn Sie sich an Ihr eigenes Zitat erinnern, so sagt, also an das Engels Zitat, so sagt er ausdrücklich letzten Endes. Letzten Endes. Und das Endes ist etwas ganz anderes als absolut. Ja. Sehen Sie, das ist doch die vereinfachende Methode, die den Marxisten immer in die Schuhe geschoben wird und die absolut nichts mit Sie Marxismus sagen letzten Endes. Letzten Endes. Und sehr oft kann man sogar das letzte Ende nicht aber entdecken. Da muss ich Sie wieder zitieren, dass Sie doch einmal im Gegensatz zu Herrn Professor Kaul, der bezüglich Eichmann da etwas anders geschrieben hat, bei Eichmann geschrieben haben, Sie sind ja zunächst mal richtig, wenn ich sage, dass nach Ihrer Geschichtsauffassung unter Umständen hier die falschen Angeklagten auf der Anklagebank sitzen. Das dürfen wir wohl sagen. Das hat nicht alle mit der Geschichtsauffassung zu tun, das ist eine einfache Tatsache. Sie nennen es als Tatsache, gut. Ja. Aber Sie, Ihnen war, und da zitiere ich Sie wörtlich, beim Eichmann-Prozess wesentlich, dass Herr Eichmann der Sohn eines Industriedirektors war und zunächst in der Ölbranche arbeitete, der auch Rockefeller und Detering angehörten. Sie
stellte eine Querverbindung her mit einem Menschen, der bereit war, Massenmorde zu begehen, und Industriekapitänen. Während Herr Kaul in seinem Buch den Herrn Eichmann doch etwas als ärmeres Würstchen dargestellt hat. Ja, also... Nein, durchaus nicht. Darf ich etwas dazu sagen, oder war das keine Frage? Nein, wie denken Sie darüber? Denn Sie sagten an anderer Stelle, Sie hielten Eichmann als mit den gleichen Eigenschaften bedacht, die von einem Manager eines Industriekonzerns erwartet werden. Ja, also zunächst möchte ich sagen, dass es eine ganze Reihe Punkte gibt, wo Professor Kaul und ich nicht übereinstimmen und wir dann ganz ernsthaft überlegen, wer von uns beiden recht hat oder nicht. Das nehme ich mal. Das wollte ich ja feststellen. Ja. Zweitens möchte ich sagen, sehen Sie, wenn jemand wie Eichmann aus bestimmten Kreisen kommt, die es erklärlich machen, sagen wir, dass... Sie kommen ja auch aus bestimmten Kreisen. Na, sicherlich. Eben. Ja. Ihr Großvater war Bankdirektor. Richtig, einer war Bankdirektor. Ich bin auch sehr traurig darüber und habe all seine Ideen verraten. Und ich bin trotzdem ein fröhlicher, aufrechter Mensch, oder gerade deswegen. Nein, wenn ich etwas sagen darf, was ich über Eichmann geschrieben habe. Sehen Sie, wenn jemand aus bestimmten Kreisen kommt und man daraus relativ leicht ableiten kann, warum er bestimmte Gedankengänge hat, dann soll man das natürlich erwähnen. Wenn er aber aus ganz unerwarteten Kreisen kommt, sagen Sie, wie meine Kreise unerwartet für Sie sind, wie Sie es eben darstellen, dann muss man natürlich gründlicher untersuchen, wie kommt er zu diesen oder jenen Gedankengängen. Nicht? Ja, aber ich sehe da doch eine Brücke zu etwas ganz Bestimmten. Denn Sie halten ja auch in der Gegenüberstellung von Eichmann zu Rockefeller und Detering den Monopolkapitalismus als den Ausdruck, den extremsten Ausdruck einer Barbarei. Und Sie haben das ja auch in dieser Hinsicht in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1961 veröffentlicht. Das Thema heißt da, die Barbarei, extremster Ausdruck der Monopolherrschaft in Deutschland. Stimmt doch. Na sicher. Ja. Und nun muss ich Ihnen da eine Stelle vorhalten. Sie fragen, ob Sie da heute noch zu stehen. Sie sagen zunächst mal ganz klar, wie stelle doch Marx die Alternative? Sozialismus oder Verfall in die Barbarei? Wie weit war Deutschland der Barbarei verfallen, als die faschistische Diktatur wütete? Klar. Und nun geht es weiter. Wie steht es heute um die Bundesrepublik? Ist die Barbarei geringer, wenn anstelle von Gasöfen Atombomben treten, wenn statt 6 Millionen Juden 600 Millionen Menschen aller Weltanschauung umgebracht werden sollen? Wie selektiv wirkt doch Herodes neben Adenauer und Strauß, Wehner und Jaspers? Wie provinziell Nero neben solch kosmopolitischen Barbaren wie Wurster und Abs, Ilkner und Termeer. Das sind Ihre Worte in der Schrift. Stimmt das? Diese Worte stimmen zweifellos, ja. Und die stimmen auch inhaltlich? Nun, ein großer Teil von Ihnen hat eine führende Rolle in der Zeit des Faschismus. Nein, ich meine, stimmen die inhaltlich für unseren Staat? Sie müssen ja bedenken, wir sind hier Richter, die auf einen Staat vereidigt sind, den Sie in Ihrer Schrift so apostrophiert haben. Und wir müssen hier uns unsere Gedanken darüber machen, ohne Ihre wissenschaftliche Arbeit anzuzweifeln. Es gibt ja in der Wissenschaft auch ein Aljud. Es liegt mir fern, über Peius und Melius zu sprechen. Ich möchte nur mal darstellen, dass hier in Ihrer Auffassung von den politischen Dingen der Gegenwart zumindest die politische Kritik steht mir hier als Richter, als Ergänzungsrichter am Schwurgericht nicht zu. Aber ich möchte herausstellen, dass hier ein absolutes Aljud vorsteht in den Auffassungen. Stimmt das? Darf ich noch einmal fragen, was Sie als Frage meinen? Ja, ich habe Ihnen vorgehalten. Richtig. Wir haben entwickelt aus Ihrer Apostrophierung Eichmanns in Zusammenhang mit Detering und Rockefeller Ihren weiteren Ausführungen. Sie hielten da Eichmann als mit den gleichen Eigenschaften bedacht, die von einem Manager eines Industriekonzerns erwartet werden. Und Sie hielten auch die Barbarei für den extremsten Ausdruck des Monopolkapitalismus, war an anderer Stelle. Und nun habe ich das Pendant dazu, das Resümee eben verlesen. Ich darf es gleich nochmal verlesen. Das ist in Ihrer Schrift
1961 in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft erschienen, die Barbarei, extremster Ausdruck der Monopolherrschaft in Deutschland. Und da schreiben Sie, ich will absichtlich anfangen mit der sachlichen, historischen Feststellung von Marx, das ist eine historische Feststellung, da wollen wir gar nicht dran deuten. Wie stellt doch Marx die Alternative? Sozialismus oder Verfall in die Barbarei? Wie weit war Deutschland der Barbarei verfallen, als die faschistische Diktatur wütete? Und wie steht es heute um die Bundesrepublik? Ist die Barbarei geringer, wenn anstelle von Gasöfen Atombomben treten, wenn statt 6 Millionen Juden 600 Millionen Menschen aller Weltanschauung umgebracht werden sollen? Wie selektiv wirkt doch Herr Herodes neben Adenauer und Strauß, Wiener und Jasper? Wie provinziell Nero neben solch kosmopolitischen Barbaren wie Würster und Abs, Ilkner und Termeer? Das sind Ihre Worte. Ja. 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 Und dazu muss ich dann eine Frage stellen. Darf man daraus den Schluss ziehen, dass gesellschaftswissenschaftlich Sie keinen wesentlichen Unterschied sehen, von Standpunkt von Auswirkungen des Monopolkapitalismus her, zwischen dem NS-Deutschland, wo ja nach Ihrer Auffassung nicht Hitler die große Kraft war, sondern er nur durch die Hilfe des Monopolkapitalismus existieren konnte, zwischen dem NS-Deutschland und der Bundesrepublik, da in beiden Fällen das Monopolkapital herrscht. Oh, ich sehe einen ganz wesentlichen Unterschied. Und wo ist der Unterschied? Der wesentliche Unterschied besteht zum Beispiel in den Methoden der Herrschaft. Ein ganz wesentlicher Wir Unterschied. Haben aber darf ich fortfahren? Sehen Sie, wenn ich zum Beispiel einer der Unterschiede ist, sagen wir, dass der Gestapo-Terror, nicht SS-Terror, selbstverständlich hier nicht herrscht. Aber ich stelle der äußere Mantel, es dreht sich ja hier bei einem wissenschaftlichen Gutachten um das Prinzipielle und nicht um den äußeren Mantel. Sie haben Adenauer apostrophiert mit den Atombomben und die Atombomben apostrophiert als die Fortsetzung des Schreckens der Gaskammer. Ja. Wir wollen nicht in die Details gehen, denn wir erwarten von Ihnen ja ein wissenschaftliches Gutachten. Richtig, ich will auch nicht in die Details gehen. Denn aber in die Details gehen hieße hier Ausschweif. Bitte schön, lassen Sie mich doch fragen, ich frage gewiss sachlich. Ja, ich möchte nur ich möchte nur die Erlaubnis haben, auf das, was Sie gesagt haben, einzugehen. Ja. Sehen Sie, was habe ich genannt für Leute, wo ich die Frage gestellt habe, was sind für Verhältnisse heute? Ich habe genannt zunächst diejenigen, die für die IG in der Zeit des Faschismus verantwortlich waren. Und entschuldigen Sie, darf ich, es ist wirklich, wenn ich etwas ungebrochener sprechen durfte, hätte ich den gleichen Vorteil wie Sie. Den Vorteil haben. Dankeschön. Ich hatte zunächst zum Beispiel genannt diese IG-Leute, Wurster, Amboss und so weiter, nicht, die heute frei hier leben, wirken, im Geschäftsleben ihre Funktionen haben und so weiter. Und ich habe gefragt, ist das im Wesentlichen gesehen zum Beispiel ein sehr großer Unterschied? Dann bin ich auf die Frage der Atomrüstung und der Atombomben gekommen. Und entschuldigen Sie, in einem Lande, in dem zum Beispiel ein Kriegsminister erklären kann, ich spreche jetzt von Strauß, der war ja zu der Zeit Kriegsminister, dass wir die Sowjetunion wie nichts ausradieren und wegfegen können, halte ich mich als Wissenschaftler zunächst einmal durchaus berechtigt, die Frage zu stellen, ist das weniger Barbarei als das und das? Diese Fragestellung ist meiner Ansicht nach durchaus berechtigt. Und dann, entschuldigen Sie, wenn Sie den Rest des Artikels sehen, werden Sie sehen, was ich antworte. Herr Professor, wenn dem so wäre, hätte ich dagegen nichts einzuwenden. Sie haben aber mit dem Einzelfall, den Sie uns eben sagten, nur Ihre wissenschaftliche, politische Überzeugung zu belegen gesucht, denn Sie sagen als These, dass der Monopolkapitalismus ganz zwangsläufig, wir wollen gar nicht auf die zyklischen Krisen des Spätkapitalismus eingehen, das würde hier zu weit führen, Sie sagen ganz klar, dass
der Monopolkapitalismus. Und so heißt ja auch Ihr Thema. Ihr Thema heißt ja nicht Strauß, der wild gewordene Kriegsminister aus Bayern. Gell? Er war zwar Verteidigungsminister, aber ich meine, das wäre ein Thema gewesen, das würde uns hier nicht irgendwie tangieren. Ihr Thema heißt ganz klar, die Barbarei, in Ihrem Aufsatz, die Barbarei, extremster Ausdruck der Monopolherrschaft in Deutschland. Und das bedeutet, dass das Beispiel in den Hintergrund tritt, dass Ihre systematische Denkweise das Wesentliche ist, die Sie mit einzelnen Beispielen durchaus belegt haben, wobei sich die Frage ergibt, weil Sie in Ihrem Gutachten, was Sie heute erstatten wollen, Aristoteles zitieren, ob man da nicht eine Antithese aufstellen müsste und das Beispiel an der Antithese, die Sie nicht aufstellen, prüfen müssen. Das ist eine andere Frage. Aber jetzt weiter. Darf ich noch bitteschön. Sehen Sie, der Artikel heißt ja doch, die Barbarei des Faschismus, extremster Ausdruck der Herrschaft des Monopolkapitals. Nein, das Faschismus steht nicht drin. Der Artikel heißt, die Barbarei, extremster Ausdruck der Monopolherrschaft in Deutschland. Es ist ja nur von dem Faschismus die Rede, nicht? Wenn Sie den Nein, durchaus. Ich habe zitiert die Rede auch von den Leuten, die heute da sind, die das fortsetzen. Wir wollen nicht ausweichen, Herr Professor. Nein. Ich denke gar nicht daran auszuweichen, nur war die Frage auch schon vorher, in einem anderen Gutachten glaube ich, ich war gerade anwesend, aufgerollt worden, erstens, ob jedes Monopolland zum Faschismus führen muss, und das halte ich für falsch. Der Monopol. Plechanow behauptet ja, der Übergang zum Sozialismus geht über eine gewisse kapitalistische Form. Oh ja, nein, was ich meine ist, nicht jede Monopolherrschaft muss zu der Barbarei des Faschismus führen? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage aber, und die verneine ich, selbstverständlich, darum sage ich allen fortschrittlichen Menschen, die unter dem Monopolkapital heute leben, ihr könnt den Faschismus in eurem Lande verhindern. Das ist durchaus möglich, ohne dass es zu einem gesellschaftlichen Umsturz kommt. Und die zweite Frage ist, wie sind in einem monopolkapitalistischen Lande die Verhältnisse einzuschätzen, zum Beispiel in Bezug auf die Barbarei der Auslösung eines Atomkrieges. Und diese Frage ist eine absolut berechtigte und notwendige Frage, meiner Ansicht nach, wenn es sich um ein monopolkapitalistisches Land handelt. Eine absolut berechtigte Frage, die in dem einen Fall dazu führen kann, weniger barbarisch in dem anderen Fall, mehr barbarisch in einem dritten Fall, vielleicht dieses Land, in dem zwar das Monopolkapital herrscht, wie zum Beispiel Indien, wenn ich das hinzufügen darf, würde ich keineswegs sagen, besteht die Gefahr der Auslösung eines Atomkrieges. Ja, die verbreiten sich und dadurch wird aber nicht, sie verbreitern sich, dadurch wird aber nicht ausgelöscht, dass sie eine Kontinuität von 1933 bis 1961 in ihrer Schrift von 61 bejaht haben und dass sie zu dieser Schrift auch stehen. Aber nur noch eine letzte Frage. Sie sehen ja nach Ihrer Auffassung von den Dingen die größere Schuld, also das größere Vergehen, Schuld darf man nicht sagen, das größere Vergehen in dem gesellschaftlichen Fehlverhalten und nicht in der persönlichen Schuld des Einzelnen, weil Sie ja sagen, der Einzel ist in seine Zeit gestellt. Und Sie sind sich auch bewusst, dass wir hier ein Persönlichkeitsschuldstrafrecht haben. Na, selbstverständlich. Ja, das sind aber Dinge, die sich beißen. Dankeschön. Nein, entschuldigen Sie. Ja. Herr Vorsitzender, zur Person gestatten Sie mir nur wenige Fragen. Bitte schön, Herr Hössmann. Herr Professor, sind Sie Mitglied der SED? Jawohl. Seit wann? Seit Sie Ihrer Gründung im Jahre 1946. Seit 1946. Sind Sie Mitglied noch anderer kommunistischer Vereinigungen? Ich bin sonst. Verzeihung, ich habe eigentlich gar nichts gegen Verantwortung. Ich möchte nur eine Willensmeinung, eine Entscheidung des Gerichts, ob diese Befragung der Rechtsstaatlichkeit und vor allen Dingen der Würde des Gerichts entspricht. Ich persönlich habe nicht das Geringste dagegen, dass Herr Professor Kuczynski hier seine persönlichen, das höchst persönliche Fragen, nämlich welcher Weltanschauung er in Organisationsformen angehört. Ich bitte aber eine klare Entscheidung des Gerichts, ob das der Würde eines rechtsstaatlichen Gerichtes entspricht, in einer derartigen Form einen Wissenschaftler zu befragen. Wenn ein Wissenschaftler mit einem Gutachten erscheint, muss man prüfen können, auf welcher Grundlage
es abgegeben wird. Deswegen ist diese Frage selbstverständlich zulässig. Und es wundert mich immer, wenn Herr Kaul von Rechtsstaatlichkeit spricht. Ich darf... Wenn Sie überhaupt den Mund aufmachen. Ja. Herr Vorsitzender, ich bitte über meine Beanstandung... Haben Sie das eben gehört, Herr Vorsitzender? Diese Ungehörigkeit. Was hat er gesagt? Er wundert sich. Ich wundere mich überhaupt, wenn, dass ich den Mund aufmache. Nein, ich darf... Wenn Sie, also... Also jedenfalls, na ja gut, dann ist das ja eine Bestätigung, dass es richtig ist. Herr Oesterwald, Sie hatten die Frage gestellt, ob der Sachverständige außer der Mitgliedschaft zur SED auch noch Mitglied anderer kommunistischer Vereinigungen ist. Wir wollen die Frage zurückstellen, wir müssen sie nachher überlegen. Ja? Sind Sie Kommunist? Ja, alle Mitglieder der Sozialistischen Einheitspartei sind Kommunisten. Also ich darf dann auch davon ausgehen, dass Sie überzeugter Kommunist sind. Ja, sicherlich. Ja. Nun, etwas ganz anderes. Sie haben ja ein Gutachten vorbereitet. Ich habe natürlich ein Gutachten. Von wem bekommen Sie das Honorar für dieses Gutachten? Ich bekomme gar kein Honorar. Man hat mir allerdings gesagt, dass das Gericht etwas zahlt und dafür wollte ich mir das Statistische Jahrbuch der Bundesrepublik kaufen. Aber sonst bekomme ich kein Honorar. Ist Ihnen kein Honorar zugesagt? Nein, nein. Nun, Herr Vorsitzender, im Anschluss an diese Befragung gestatten Sie mir, dass ich den Antrag stelle, die Vernehmung abzulehnen, und zwar mit folgender Begründung. Die Beweiserhebung ist deswegen unzulässig, weil Professor Kuczynski nicht ein Sachverständiger im Sinne des Gesetzes ist. Zum Begriff eines Sachverständigen gehört es, dass er in der Lage ist, ein unabhängiges Urteil abzugeben. Professor Kuczynski ist nicht unabhängig. Er ist Angehöriger der Ostberliner Universität. Er wird von der Regierung der SBZ als Professor bezahlt. Seine Stellung ist davon abhängig, dass er sich bei seiner Lehrtätigkeit und bei Erstattung von Gutachten innerhalb der Grundsätze der kommunistischen SED, der Mitglied der ist, sich hält. Wie sehr ein Ostberliner Universitätslehrer abhängig ist, beweist der Fall des Professor Habermann, der sich vor wenigen Tagen in Ostberlin ereignet hat. Nach einer Mitteilung der Zonennachrichtenagentur ADN ist Habermann vom Zonenstaatssekretariat für Hoch- und Fachschulwesen mit sofortiger Wirkung von seinen Verpflichtungen als Professor entbunden worden. ADN meldete weiter, dass diese sofortige Abberufung in Übereinstimmung mit dem Rektor der Ostberliner Universität geschehen sei. Dem Professor Habermann wird vorgeworfen, seine Verpflichtungen, jetzt zitiere ich wörtlich, gröblichst verletzt zu haben. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung der SED hat den Ausschluss Habermanns aus der SED bereits beschlossen. Ich will aber vollständig sein, dieser Beschluss bedarf noch der Bestätigung durch die SED-Bezirksleitung in Ostberlin. Und der Anlass für diese Maßregelung des Professor Habermann besteht darin, dass er in einer Vorlesungsreihe mehr Freiheit für Forschung und Lehre verlangt hat. In einer Hamburger Zeitung wurde ferner ein Interview des Professor Habermann veröffentlicht, in dem er erklärte, die Bürger der DDR müssten mehr Freiheit erhalten als die Bewohner der westlichen Länder, denn nur dann könne der Sozialismus erfolgreich sein. Und die Vorlesungsreihe und dieses Interview haben zu den Maßnahmen gegen Professor Habermann geführt, obwohl dessen Position in Ostberlin nicht schwach ist, denn er ist alter Kommunist und war 1943 in einem Verfahren wegen eines kommunistischen Hochverratsunternehmens zum Tode verurteilt worden. Aus den Maßnahmen gegen Professor Habermann ist aber mit besonderer Deutlichkeit zu entnehmen, in welchem Ausmaße ein aus Ostberlin gestellter Sachverständiger in seinem Gutachten abhängig ist. Dieser Sachverständige aus Ostberlin kann nicht die Voraussetzungen erfüllen, wie an einen vor einem deutschen Gericht zu vernehmenden in seinem Urteil unabhängigen Sachverständigen gestellt werden müssen. Professor Kuczynski ist also nicht Sachverständiger im Sinne des Gesetzes. Seine Vernehmung ist damit unzulässig. Noch etwas. Professor Kuczynski ist aber auch deswegen nicht Sachverständiger, weil ihm die erforderliche Sachkunde fehlt. Das behaupte ich. Dies ergibt sich aus Folgendem.
in einer Monographie mit dem Titel, sie ist von dem Herrn Ergänzungsrichter bereits erwähnt worden, die Barbarei, extremster Ausdruck der Monopolherrschaft in Deutschland, führt Professor Kuczynski zum Schluss Folgendes wörtlich aus. Ist nicht unsere deutsche Demokratische Republik Hort des Friedens und sinnvoller Lebensgestaltung Beispiel für die künftige Entwicklung Deutschlands? Ist es nicht nur natürlich, dass wir meinen, ganz Deutschland sollte den von uns beschrittenen Weg gehen? Und das wird es auch tun, wenn nicht morgen, dann ein wenig später. Aber nicht eine Stunde der Verzögerung erlaubt der Kampf gegen das mörderische westdeutsche Monopolkapital. Jede Minute einer verzögerten Stunde kann Tausenden, Zehntausenden das Leben kosten. Große Gerichte, diese Ausführungen sprechen für sich. Ein Hochschullehrer, der derartiges niederlegt, kann nicht Anspruch darauf erheben, vor einem deutschen Gericht als Sachverständiger anerkannt zu werden. Herr Pusenitzer, wenn Sie diesen Beitrag mal lesen, das kann man nicht als Wissenschaft bezeichnen. Ich brauche dazu einen ganz vulgären Ausdruck, um es zu beschreiben. Ich brauche dieses Wort selten, für ausgesprochenen Quatsch. Nun, haben Sie noch etwas? Ich bin auch der Meinung, dass die beantragte Beweiserhebung zum Zwecke der Prozessverschleppung beantragt worden ist. Ich verweise auf den Kommentar von Löwe Rosenberg zu § 246 8b. Ich zitiere daraus wörtlich. Also es wird zunächst gesagt, dass den Parteien durch die Einräumung der Rechte aus 245 starke Machtmittel in die Hand gegeben werden. Und dem Missbrauch, nun zitiere ich Löwe Rosenberg, dem Missbrauch zu einem anderen, unlauteren Zweck, etwa zum parteipolitischen Kampf, ich ergänze, zum politischen Kampf, muss nicht minder nachdrücklich begegnet werden. Auch hier ist die Voraussetzung für die Verweigerung erfüllt, wenn feststeht, dass der Prozessbeteiligte, der die Beweiserhebung verlangt, hiermit nicht den Zweck verfolgt, in Wahrnehmung des ihm verliehenen Rechts auf die Sachentscheidung einzuwirken. Ich bin der Meinung, dass das kommunistische System in der SPZ, und nur dieses meine ich und diejenigen, die ihm helfen, mit Hilfe des Herrn Kaul diesem Gericht angebliche Sachverständige aufdrängen will. Und zwar zu politischen Zwecken, die in jedem Falle sachfremd sind. Diese Versuche der SED, die übrigens auch in der Sowjetunion als die dümmste der kommunistischen Parteien bezeichnet und beurteilt wird, diese Versuche müssen erkannt und zurückgewiesen werden. Darin, dass Herr Kaul diesem Schwurgericht einen von einem SED-System abhängigen Sachverständigen als Gehilfen beizugeben versucht, liegt eine starke Zumutung, die er auch nur deswegen wagt, weil er sich in Frankfurt am Main auf einem Gebiet mit rechtsstaatlichen Grundsätzen aufhält. Und schließlich einen Eventualantrag noch. Wenn das Gericht meinen gestellten Anträgen nicht folgen sollte, so lehne ich diesen Sachverständigen namens der von mir vertretenen Angeklagten wegen der Besorgnis der Befangenheit ab. Die Tatsache, dass dieser angebliche Sachverständige an der Ostberliner Universität tätig ist, sein Einkommen von einem kommunistischen System bezieht und in jeder Hinsicht von der SED abhängig ist, das zeigt der Fall Habermann, erweckt vernünftigerweise vom Standpunkt der Angeklagten aus die Besorgnis der Befangenheit. Einer besonderen Glaubhaftmachung dieser Tatsachen, aus denen der Schluss der Befangenheit gezogen werden muss, bedarf es nicht. Diese Tatsachen sind offenkundig. Das ist alles, was ich zu beantragen habe. Darf ich das schriftlich haben? Dankeschön. Bitte sehr. Stand ja schon alles zum größten Teil fest und lag schriftlich vor. Wenn noch ein Zweifel vor das Gericht bestanden hätte an Professor Kuczynski als Sachverständigen über
der hier präsent gestellt ist, über das fragliche Thema zu hören? Wäre dieser Zweifel beseitigt durch die Ausführungen des Herrn Laterna? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, immerhin der deutschen Justiz angehörig seit dem 1. April 1929, allerdings mit der üblichen Pause, die ich im Konzentrationslager und in der Emigration verbringen musste, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ein deutsches Gericht Argumente übernimmt, deren Höhepunkt in der Bewertung eines Wissenschaftlers mit dem Ausdruck Quatsch darstellen. Ich bin insoweit, lassen Sie mich das vorweg sagen, dem Herrn Ergänzungsrichter dankbar, dass er auf einem Niveau, das eigentlich für ein deutsches Gericht selbstverständlich, aber in diesem Zusammenhang angesichts des Verhaltens des Herrn Laterna zweifellos überragend anzuerkennen ist, versucht hat, ganz bestimmte Überlegungen zu klären, die möglicherweise vielleicht für Sie eine für Ihre Beratung erforderlich und nutzbringend sind. Ich hätte auf Verschiedenes zu diesem Komplex zu ergänzen, und gerade weil mich der Herr Ergänzungsrichter in einem gewissen Gegensatz zu meinem weltanschaulichen Freund Professor Kuczynski gesetzt hat, ein Gegensatz, der bei uns durchaus natürlich ist und der in freier Diskussion geklärt wird. Aber ich versage mir das, weil ich nun genötigt bin, einer harten Pflicht zu folgen, mich mit Dingen zu befassen, die ich eigentlich praktisch in vollem Umfange neben allen juristischen Überlegungen stehen und meilenweit abklaffen von der hohen Qualität, wie der Befragung und Überprüfung, wenn ich es so sagen will, die von dem Herrn Ergänzungsrichter vorgenommen wurde. Zunächst, Herr Professor Kuczynski ist ordentlicher Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Er ist Mitglied, vielleicht ist das noch nicht bekannt, Mitglied der Statistischen Gesellschaft der Bundesrepublik in Wiesbaden. Und er ist Fellow of the Royal Statistical Society London, nach wie vor, bis zum heutigen Tage. Insofern ist es schon vom internationalen Maßstab aus erfreulich, wie offen und klar der Herr Laterna hier ein Niveau gezeigt hat, das Sie unter keinerlei Umständen zu dem Ihren machen dürfen. Herr Laterna hat es entsprechend seinen übrigen Darlegungen, die durchaus in den Leitartikeln ganz bestimmter Zeitungen sich absolut am Platze befunden hätten, für richtig gehalten, einen aktuellen Fall, so daran pflegt man ja solche Dinge aufzuhängen, als Beispiel anzuwenden. Ich komme in eine gewisse Verlegenheit dadurch, weil ich fast an die Situation gerate, das anwaltliche Berufsgeheimnis nicht einzuhalten. Mein Mandant, Herr Professor Havemann, wird mir das in diesem Zusammenhang verzeihen. Und ich bin überzeugt, dass er damit einverstanden ist. Herr Havemann ist zunächst einmal keineswegs wegen seiner Lehre oder seiner Darlegungen in ein Disziplinarverfahren verwickelt worden, sondern er ist in ein Disziplinarverfahren verwickelt, und das allein entscheidet über seine weitere Tätigkeit als Professor, verwickelt worden, weil er in einer Weise die Würde und den Anstand wie es den Anschein hat, gefährdet hat, dadurch, dass er ein Interview gegeben hat. Und ich könnte Ihnen eine ganze Anzahl, drei Beispiele bestimmt, aufzeigen, in denen umgekehrter Weise in ganz eindeutiger Art und Weise vorgegangen ist. Das hatte mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Stimmt es, dass dieses Interview abgegeben wurde? Sieht es allerdings, wage ich nicht mehr an dem Ausgang des Disziplinarverfahrens zu zweifeln. Stimmt es nicht, werden sich wahrscheinlich bestimmte Folgerungen ergeben. Das hier in einem Atemzuge mit den Darlegungen oder mit der Frage der Qualifikation von Herrn Professor Kuczynski zu vermengen, ist ebenso nutzlos, sinnlos wie Beweis
unfähig. Lassen Sie mich zurückkehren zu den ganz präzisen Voraussetzungen. Nach der Strafprozessordnung, abgesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall des Paragraphen 87 Absatz 1 Satz 2, gibt es keinen gesetzlichen Ausschlussgrund für Sachverständige. Die Ausführung des Herrn Laternser zur Frage der angeblichen Abhängigkeit, mit denen diese Unzulässigkeit begründet werden soll, liegt also, und darauf bezog sich auch mein Zwischenruf, häufig völlig neben dem Gesetz. Die Tatsache, dass diese Ausführungen auch nicht auf die Person des benannten Sachverständigen allein abgestellt sind, sondern dass diese behauptete Unzulässigkeit ganz allgemein aus ganz bestimmten Eigenschaften eines in der DDR wohnenden und tätigen Wissenschaftlers herzuleiten versucht wird, beweist eindeutig, dass der Antrag des Herrn Laternser von ganz im Gegensatz zu dem, was wir von Herrn Professor Kuczynski zu erwarten haben, von ganz bestimmten politischen Gesichtspunkten getragen wird, die allerdings mit dem Gesetz, und nachdem Sie zu urteilen haben, überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die Behauptung, der Antrag auf Anhörung des Herrn Professor Kuczynski ist zum Zwecke der Prozessverschleppung gestellt, ist so abseits, um keinen anderen Ausdruck zu gebrauchen, dass ich mich mit ihm nicht aufhalten möchte. Wer hier Prozesse verschleppt, überlasse ich der Entscheidung, oder zur Verschleppung zuträgt, überlasse ich der Entscheidung des Gerichts. Die in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen liegen auf der gleichen Ebene wie die zur Frage der angeblichen Unzulässigkeit und sind in keinem Punkte der gestellten, geeignet, den gestellten Antrag auf Ablehnung des Professors Kuczynski in irgendeiner Form gesetzlich zu begründen. Ein Ablehnungsgrund, um auf diesen sogenannten Eventualantrag einzugehen, ein Ablehnungsgrund wegen Besorgnis der Befangenheit ist ebenfalls nicht gegeben. Es ist seit vielen Jahrzehnten anerkannte und herrschende Rechtsprechung. Ich kann verstehen, dass die unter bestimmten Umständen nicht allgemein bekannt ist, dass das Bekenntnis eines Sachverständigen zu einer bestimmten politischen Anschauung nicht geeignet ist, seine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zu begründen. Es wirft allerdings ein bezeichnendes Licht auf die Gesinnung, die dieser Antrag aus diesem Antrag spricht und muss deswegen hervorgehoben werden, wenn die Besorgnis der Befangenheit mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit in der Deutschen Demokratischen Republik begründet wird, deren zumindest antifaschistischer Charakter allgemeinkundig ist. Die Ausführungen des Herrn Laternser besagen tatsächlich ja auch nichts anderes in ihrem Kern, dass aktive Gegner des nationalsozialistischen Regimes nicht in derartigen Prozessen, in denen es um Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen geht, als Sachverständige auftreten sollen. Ein derartiger Standpunkt ist mit den Grundsätzen der von Herrn Laternser so häufig zitierten Rechtsstaatlichkeit in keiner Weise zu vereinen. Und deswegen bitte ich Sie im Interesse der Wahrung dieser Rechtsstaatlichkeit, im Interesse der Wahrung der Würde dieses Verfahrens, Anträge, die aufgrund der Darlegung des Herrn Laternser gestellt sind, zurückzuweisen und Herrn Professor Kuczynski als Sachverständigen zu hören. Herr Staatsanwalt. Die Staatsanwaltschaft vermag sich den Gesichtspunkten, die in dem Antrag des Herrn Verteidigers Dr. Laternser zum Ausdruck gebracht worden sind, nicht anzuschließen. Der erste Gesichtspunkt, das Persönlichkeitsbild des Sachverständigen, führe dazu, dass er nicht unabhängig sei. Der Vergleich und die Parallele zu Professor Havemann kann hier nicht angeführt werden aus denselben Gesichtspunkten, die ich bereits seinerzeit ausgeführt habe, als es sich um die Zulassung von Herrn Professor Kaul handelte. Ob Professor Kuczynski von seiner Persönlichkeit her hier als Sachverständiger gehört werden kann oder nicht, muss sich erst aus seinem Gutachten in diesem Verfahren ergeben. Es kann nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht hergeleitet werden aus Vorkommnissen der letzten Tage, die eine ganz andere Person, nämlich den Professor Havemann, betreffen. Ich darf insoweit mich also beziehen auf das, was ich seinerzeit bei der Zulassung von Professor Kaul beziehungsweise beim Antrag, ihn nicht zuzulassen, gesagt habe. Die Staatsanwaltschaft vertritt fernerhin den Standpunkt, dass Professor Kuczynski
die für die Erstattung des Gutachtens erforderliche Sachkunde nicht abgesprochen werden kann. Gesichtspunkte für eine Prozessverschleppung sind nicht vorgebracht worden. Ebenso wenig vermag die Staatsanwaltschaft Gesichtspunkte, die die Besorgnis der Befangenheit bei Professor Kuschinski hinsichtlich der von Herrn Rechtsanwalt Dr. Laternzer vertretenen Angeklagten begründen könnten, nicht zu erkennen. Herr Vorsitzender, ich darf mich für die von mir vertretenen Angeklagten im Antrag des Herrn Kollegen Dr. Laternzer anschließen und zur Begründung zwei Punkte vortragen. Erstens, der gestellte Beweisantrag ist unerheblich nach § 244 Strafprozessordnung, weil das in das Wissen des Sachverständigen gestellte Thema mit der Frage, mit der sich das Gericht zu befassen hat, nichts zu tun hat. Die Frage der Beteiligung der deutschen Wirtschaft an den Vorgängen im Dritten Reich ist ohne Bedeutung für die Frage, ob die hier anwesenden Angeklagten schuldig sind in der Anklage sind oder nicht. Weiterhin verweise ich zur Frage der Befangenheit des Herrn Sachverständigen auf die Richtlinien für das Strafverfahren, in denen ausdrücklich gesagt ist, und zwar in Ziffer 54, dass ein Sachverständiger an dessen Unbefangenheit gegenüber den Beteiligten wegen seiner beruflichen oder geschäftlichen Bindungen oder aus anderen Gründen gezweifelt werden könnte, nicht auszuwählen ist. Im vorliegenden Fall liegt auf der Hand, und zwar insbesondere aufgrund der Stellungnahme des Herrn Sachverständigen nach der Befragung durch Herrn Rathumerich, dass die politische und wissenschaftliche Einstellung insbesondere des Herrn Sachverständigen nicht geeignet ist, ihn als geeigneten Sachverständigen im Sinne dieses Strafprozesses anzusehen. Und zwar deshalb nicht, weil die Mittel der wissenschaftlichen Untersuchung durch Herrn Sachverständigen in der Bundesrepublik nicht bekannte und auch nicht anerkannte Methoden darstellen. Herr Vorsitzender, Hohes Schwurgericht, die Freiheit unseres Landes, das unter der Herrschaft des Monopolkapitalismus schmachtet, wie gesagt wird, die Freiheit unserer Rechtspflege erfordert, dass auch Sachverständige gehört werden, die von einer gänzlich anderen wissenschaftlichen Methode und einer von unseren geläufigen Denkweise abweichenden politischen Haltung ausgehen. Ich erkläre, dass dieses Gutachten angehört werden sollte. Welche Folgerungen wir daraus zu ziehen haben und welche Folgerungen das Gericht daraus zieht, das wird sich aus dem Inhalt des Gutachtens ergeben. An sich keine Erklärung abgeben, aber nachdem mein Herr Mitverteidiger sich geäußert hat, muss ich eine Erklärung abgeben. Ich bin nicht seiner Meinung, ich schließe mich vielmehr den Ausführungen von Herrn Dr. Laternse an. Wir sind hier letztlich kein Debattierclub, in dem andere Meinungen gehört werden sollen, sondern wir haben eine Strafprozessordnung, nach der hat alles hier abzurollen. Und danach sind meines Erachtens die Voraussetzungen, die Unabhängigkeit des Sachverständigen nicht gegeben und ich brauche weiter keine Ausführungen zu machen. Ich möchte mich in vollem Umfang dem anschließen, was der Herr Erste Staatsanwalt und was der Herr Kollege Schalock hier gesagt hat. Der Antrag des Herrn Dr. Laternse entbehrt der Rechtsgrundlage. Herr Dr. Kaul ist hier als Verteidiger zugelassen. Es steht Ihnen infolgedessen auch das Recht zu, des Paragraphen 245 der Strafprozessordnung präsente Beweismittel dem Gericht vorzuschlagen und vorzustellen. Davon hat Herr Dr. Kaul Gebrauch gemacht. Es ist keiner der Ausnahmegründe des Paragraphen 245 gegeben. Infolgedessen muss der von ihm benannte Sachverständige auch gehört werden. Im Übrigen finde ich, dass ein bundesrepublikanisches Schwurgericht es verkraften kann, hier einen Sachverständigen zu hören, der gegenwärtig einer anderen Weltanschauung angehört, genauso wie es das Schwurgericht
hinnehmen kann, dass viele Menschen früher oder jetzt einem anderen Regierungssystem angehört haben. Und das darf weder bei Ihrer Zeugenaussage noch bei Ihrer Sachverständigenaussage eine Rolle spielen. Wo würde es hinkommen, wenn wir die Sachverständigen etwa daraufhin untersuchen wollten, ob sie früher überzeugte Anhänger der NSDAP gewesen sind oder ob sie es heute gar noch sind? Wir würden uns hier einer Gesinnungsschnüffelei schuldig machen, über der dieses Schwurgericht jedenfalls erhaben sein sollte. Ich finde, dieses Gericht kann sich erlauben, tolerant zu sein und die Intoleranz den Gegnern aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart zu überlassen. Ich bitte, dem Antrag des Herrn Dr. Laternse nicht stattzugeben, den Sachverständigen zu hören, und wir werden uns dann alle ein Urteil bilden, ob und welche Schlüsse wir aus diesen Ausführungen des Sachverständigen ziehen können. Zur Erwiderung auf all das, was ich jetzt gehört habe, nur einen Gedanken, den ich bitte, dass das Gericht bei der Beratung berücksichtigen möge. Stellen Sie sich nur einmal vor, ein Anwalt unserer Bundesrepublik würde in der SBZ zunächst einmal auftreten wollen und er würde es wagen, dort einen Sachverständigen aus unserem Bereich diesem kommunistischen System zu präsentieren. Was würde da geschehen? Der käme noch nicht einmal bis ans Gericht. Und gerade darauf möchte ich Ihnen, Herr Wiener, Herr Kollege, genau dasselbe wollen Sie jetzt auch, dass wir das hier einführen. Genau das ist Ihr Fehler, nicht wahr? Nein, das ist nicht, ich sage, das ist kein Sachverständiger im Sinne des Gesetzes, weil er auf dieser Grundlage, von der er ausgeht, nicht Sachverständiger sein kann. So, ein Wort zu den Darlegungen des Herrn Rechtsanwalt Steiger. Der 244 mit seinen Gründen wird durch den 245 ausgeschlossen. Soweit zur Gesetzeskenntnis. Zu dem, was der Herr Laternse hier eben gesagt hat, möchte ich auf Folgendes hinweisen, woher seine Sachkenntnis des Gerichtswesens der Deutschen Demokratischen und worauf sie beruht. Ich kann Ihnen erklären, dass das, was bislang von Herrn Laternse in dieser Hinsicht vorgetragen ist, zumindest an dieser Sachkenntnis erhebliche Zweifel zulässt. Die Sitzung wird fortgesetzt um 2 Uhr heute Nachmittag. Es wird folgender Beschluss verkündet. Erstens, die Frage des Rechtsanwalts Dr. Laternse, ob der Sachverständige außer der SED noch anderen kommunistischen Vereinigungen angehöre, wird als unerheblich nicht zugelassen, da der Sachverständige bereits erklärt hat, dass er der SED angehöre und Kommunist sei. Es wird weiterhin folgender Beschluss verkündet. Der Antrag der Verteidigung, die Beweisaufnahme nicht auf die Vernehmung des Professor Kuczynski zu erstrecken, wird zurückgewiesen. Zweitens, das Ablehnungsgesuch von Rechtsanwalt Dr. Laternse bezüglich des Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit gemäß § 74, 24 Strafprozessordnung wird zurückgewiesen. Gründe. Nachdem der Sachverständige gemäß § 245 der Strafprozessordnung dem Gericht als präsentes Beweismittel gestellt ist, wäre die Beweiserhebung nur dann zu unterlassen, wenn sie unzulässig wäre oder der Prozessverschleppung diente. Wenn auch der Sachverständige in Ost-Berlin wohnt und bei Abweichung in seinem Gutachten von der Linie der SED, der er als Mitglied angehört, in Gefahr geraten könnte, nach seiner Rückkehr in willkürlicher und nicht rechtsstaatlicher Weise verfolgt zu werden, erscheint seine Vernehmung doch nicht unzulässig, da die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Gutachten ohne Rücksicht auf seine Zugehörigkeit zur SED seiner persönlichen Überzeugung entspricht. Für eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit sind vernünftige Gründe, die vom Standpunkt der Angeklagten aus an der Zweifel an der Unbefangenheit der Sachverständigen hervorrufen könnten, nicht glaubhaft gemacht. So, und nun wollen wir uns Ihr Gutachten anhören.
Bitte schön. Herr Präsident, Hoher Gerichtshof, meine Damen und Herren. Die Aufgabe, die mir gestellt ist, ist ganz spezifisch zu überprüfen, ob und wie weit die sicherheitspolizeilichen und wirtschaftlichen Interessen bei der Einrichtung und dem Betrieb des Konzentrationslagers Auschwitz miteinander verflochten waren. Einleitend jedoch, Tulese Foundation, wie es in der amerikanischen Rechtssprache heißt, um den allgemeinen Grund zu legen, für die Untersuchung des genannten spezifischen Tatsachenkomplexes möchte ich gern auf einige allgemeine Verflechtungserscheinungen eingehen, aus denen sich dann logisch die spezifischen Verflechtungserscheinungen als ganz selbstverständlich ergeben, sodass für die spezifische Untersuchung dann nur noch die Angabe von Beweistatsachen notwendig ist und wir den ganzen Komplex dann logisch und tatsachenmäßig erfasst haben würden. Seit vielen tausend Jahren sind der Staat und die entscheidenden Kreise der Wirtschaft auf das Engste verbunden, ist doch der Staat die wichtigste Einrichtung der menschlichen Gesellschaft, um der Wirtschaft, um denen, die die Wirtschaft in der Hand haben, der sogenannten Wirtschaftsführung in jeder Weise zu dienen. Darum ist es auch gar nicht verwunderlich, dass wir in der Geschichtsschreibung bisweilen einzelne Staaten direkt nach der herrschenden Wirtschaftsschicht bezeichnen und etwa von der Kaufmannsrepublik Venedig oder der Niederlande im 13. bzw. 17. Jahrhundert sprechen. Und in der gleichen Weise könnte man die Länder Westeuropas heute als Monopolstaaten charakterisieren. Schon bei Aristoteles finden wir die ersten Hinweise in dieser Richtung und wer die Lektüre von Boccaccio vorzieht, wird auch bei ihm Andeutungen finden, wenn auch nicht im Decamerone. Bei Guizot, bei Michele, bei Werner Sombart wird man ebenfalls viele Hinweise darauf finden. Wann immer aber ein Staat zusammenbricht, nicht an sich, wohl aber in seiner spezifischen Form oder auch nur durch den Sturz seiner stark profilierten Regierung, versuchen die herrschenden Wirtschaftsschichten, sich von der vergangenen Tätigkeit des Staates zu dissoziieren oder sich gar als Leitträger der vergangenen Staatsform zu gerieren. So taten es die römischen Plantagenbesitzer unter Augustus, die englischen Kaufleute unter Charles II., die russischen Grundbesitzer unter Kerensky. Mit einer konkreten Regierung ist ebenfalls, zumindest schon seit der Blütezeit Athens, zumeist eine Partei verbunden, die jeweils eine der konkurrierenden Gruppen der herrschenden Wirtschaftskreise vertritt. Und auch von ihr gilt es, sich im Falle ihrer Niederlage zu distanzieren. Die Anträge der Verteidigung, Professor Kuschinski als Sachverständigen wegen besorgnisser Befangenheit abzulehnen, werden für begründet erklärt. Gründe: Der Sachverständige hat in seinem Gutachten eine Reihe von Aussagen der Angehörigen der ehemaligen IG Farbenindustrie zitiert, wie er auf Befragen des Verteidigers Dr. Aschenauer einräumen musste, hat er dabei Aussagen dieser Personen, die sie in späteren Verfahrensabschnitten, insbesondere vor dem Nürnberger Militärtribunal gemacht haben, nicht mitverwertet. Insbesondere hat er es unterlassen, auf die Existenz solcher weiterer Aussagen und darauf hinzuweisen, dass in dem IG Farben-Prozess einige Angeklagte freigesprochen worden sind. Ohne sich mit diesen Fakten auseinanderzusetzen, hat er einseitig aus den vor der Nürnberger Anklagebehörde gemachten Aussagen das Gutachten erstattet, wobei der Eindruck erweckt wurde, dies seien die einzigen verwertbaren Aussagen der IG-Angehörigen. Dies ist geeignet, von den Angeklagten aus gesehen, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Sachverständigen zu rechtfertigen. Damit ist gegen die Entlassung des Sachverständigen nichts einzuwenden. Der Sachverständige wird entlassen. Es möge dann noch einmal vortreten der Hans Eggert. Kommen Sie mal hierher. Ja, sollen wir was kriegen? Das müssen wir erst mal besprechen.
Herr Eggert, haben Sie diesen Zettel heute dem Herrn Wachtmeister übergeben? Darf ich mich erst vorstellen, Herr Vorsitzender? Nein, Sie brauchen die Leute. Sie sind der Hans Eggert, ja? Ja, lesen Sie mal bitte weiter, was auf dem Zettel steht. Warum? Sie sind der Hans Eggert, das genügt mir vollkommen. Sie sind aus Marburg an der Lahn. Wann sind Sie geboren? 28.08.35. 28.02.1935 und Sie wohnen in Marburg an der Lahn wo? Gladenbacher Weg 12. Gladenbacher Weg 12? Ja. Haben Sie eine Pressekarte? Ja, habe ich. Dann geben Sie mir die bitte mal her. Habe ich in meiner Manteltasche. Ja, dann holen Sie ihn, geben Sie dem Wachtmeister ab. Ja. Sie können hier an den weiteren Sitzungen nicht mehr teilnehmen, weil Sie das Gericht gestört haben. Herr Vorsitzender, habe ich... Sehen Sie ruhig, schreiben Sie. Der Student Hans Eggert, geboren am 28.02.1935, aus Marburg an der Lahn, Gladenbacher Weg 12, dem Hans Eggert wird verboten für die Zukunft an den Sitzungen der Strafsache gegen Mulka und andere teilzunehmen, da er durch sein Verhalten das Gericht in der Verhandlung gestört hat. So. Nunmehr werden wir morgen fortfahren.